dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Herzlich willkommen zur Folge 15 der Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Am Start ist die Folge 15, beziehungsweise die Operation heißt Hashtag Objektivität Nummer 277 der Beiträge zur Klärung eines Sachverhalts. Meyerson Emil aus seinem Hauptwerk Identität und Wirklichkeit aus dem Jahr 1930. Dort heißt es, rational ist es, dass die Dinge beharren, nicht, dass sie sich verändern. Also die Dauerhaftigkeit über die Zeit, die Identität der Gegenstände ist in vieler Hinsicht ist es gar kein Thema. Augen auf, hier ändert sich nichts. Da braucht es größere Zeiträume, irgendein technisches Gerät, in dem vielleicht sich schon das Versagen, der Defekt anbahnt anhand irgendeines Teilstücks, was aber unbemerkt bleibt. So, dass jetzt irgendein Teil schon fast kaputt ist. Und man es im Grunde genommen nicht mehr mit einem funktionierenden Gegenstand zu tun hat, aber indem einfach der jetzt diese Veränderung nicht ins Gewicht fällt, weil die Funktionalität eben noch gewährleistet ist, geht man davon aus, dass es sich immer noch um den gleichen Gegenstand handelt. Ist jetzt nochmal ein Unterschied, ob es sich eben um irgendeine sogenannte Materie handelt, irgendein Ding ausmessbar in den üblichen Einheiten Meter und Kilogramm. Da ist die Beharrlichkeit kein Thema. Anders schaut es aus, wenn diese Dinge eben sich nicht so leicht eingrenzen lassen, wie jetzt etwa ein Gas oder eine Wolke. Oder dann eben alle Lebewesen, da schaut es mit der Beharrlichkeit dann nicht mehr so großartig aus. Da darf der Zeitfaktor dann eben auch nicht mit eingerechnet werden. Beziehungsweise die Frage ist, ob jetzt der Mensch, der man als Fünfjähriger war, man immer noch als im Erwachsenenalter zum Beispiel diese Fragen. Da kommt es jetzt wieder darauf an, welche Kriterien man da ansetzt, nach was da gemessen wird, um jetzt eben eine Identität festzustellen, zu behaupten oder nicht. Das ist immer eine Frage der Relation oder eben die Beharrlichkeit ist relativ. Aber von dieser Beharrlichkeit und von diesen Gegenständen hängt eben auch die Rationalität ab. Die Greifbarkeit, sage ich mal, mit der
Je beharrlicher ein Gegenstand ist, desto besser eignen sich Worte in der Bezeichnung. Und umso mehr da die Dinge im Fluss sind, umso schwieriger ist es, eine treffende Bezeichnung zu finden. Für unser Thema hier ist nur von Bedeutung, dass eben mit der Gegenständlichkeit auch die Rationalität auf dem Spiel steht, der westlichen Welt, möchte man sprechen. Gut, das war die Nummer 277. Wir schreiten weiter zum nächsten Punkt. Auch schon mal da gewesen. Der Ort des Gegenstandsvollzugs ist das Ich. Es braucht ein Subjekt. Ohne ein Subjekt, ohne ein Ich ist da nichts zu wollen. Und damit ist eben schon die Objektivität relativiert in Bezug auf das Subjekt. Nummer 357, die tägliche Erfahrung lehrt uns die Beständigkeit der Körper kennen. Wie gesagt, in vieler Hinsicht ist das gar kein Thema. Da ist die Allgemeinheit, die Wiederholbarkeit, das ist alles berechenbar. Um das geht es aber auch gar nicht. Es geht um die sozusagen die höheren Weihen, die dann aus der Wiederholbarkeit oder der von mir aus Gesetzlichkeit in der einen Hinsicht dann in übertragenem Sinn dann auf alles Mögliche angewendet wird, sodass es da so seltsame Blüten wie vom 19. zum 20. Jahrhundert hat es da sogar Leute gegeben, die gemeint haben, die Parlamente müssten nach den Gesetzen der Physik funktionieren und derartiger Unfug. Im nächsten Punkt, der Gegenstand als Objekt der Sinne richtet sich nach der Beschaffenheit unseres Erkenntnisapparates. Also wieder eine Bekräftigung, wobei jetzt nicht gesagt ist, dass umso öfter jetzt irgendetwas behauptet wird, umso wahrer ist es. Das wäre das Quantitätsprinzip, von dem ich nur mich distanzieren kann. Es bleibt aber, dass es verschiedene Autoren gibt und ich nehme, wie gesagt, nicht an, dass da jetzt wirklich jeder von jedem abgeschrieben hat, die dieser Meinung sind und das ist eben festzustellen. Und dass eben allein dieser 202 eben genügen müsste, um die Objektivität ein für alle Mal hinfällig zu machen. Aber da dem nicht so ist, müssen rund um die Uhr 24/7 auf allen Kanälen muss versucht werden, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Paul Nathorp, ein Neukantianer, schon des Öfteren Zeuge gewesen für die Verteidigung. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass die Neukantianer überhaupt, jetzt von NATO abgesehen, da große Verächter von Allgemeingültigkeit gewesen wären. Logischer Allgemeingültigkeit muss ich hinzusetzen.
Der Gegenstand bedeutet positiv das Gesetz, er bedeutet die beharrende Einheit, wozu die wechselnde Mannigfaltigkeit der Erscheinung gedanklich geeint und festgestellt wird. Also, wir wissen zum wiederholten Male, die Mannigfaltigkeit der Erscheinung wird gedanklich geeint durch den Prozess der Abstraktion oder Verdinglichung, Vergegenständlichung. Und der andere Punkt ist eben der, dass Gegenstand heißt Gesetz. Und wer Gegenstände bildet, ist ein Gesetzmacher. Die nächste Nummer, 173, der Geist zerhackt das kontinuierliche Strömen der Wirklichkeit in eine Anzahl voneinander getrennter Gegenstände. Das ist jetzt, solche Aussagen finden sich zum Beispiel auch oder fanden sich zur Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts in der Romantik, wo sehr viel Kritik der Methode der Abstraktion geübt wurde. Der Punkt ist nur hier, von dem abgesehen, dass es sich um eine an sich eine objektivistische Aussage, an sich Aussage handelt, ist, dass ein kontinuierliches Strömen der Wirklichkeit geknüpft ist an Sinnesempfindungen. Und diese Sinnesempfindungen, oft wird auch das kontinuierliche Strömen, der Strom des Bewusstseins, ist eine Formulierung von William James, sogar ein Kapitel seiner Psychologie so benannt, dass dieses Strömen der Wirklichkeit auch schon eine Abstraktion ist, das Schaffen einer Vorstellung, die als solche im Grunde genommen, also so eine Wirklichkeit existiert nicht. Das ist nur rein ausgedacht, nur reine Vermögen der Einbildungskraft, wie es bei Kant oft heißt, ist hier am Werk. Und damit ist auch dieses Zerhacken in eine Anzahl voneinander getrennter Gegenstände, dieses Zerhacken geschieht auch schon, weil das kontinuierliche Strömen ist auch eine Abstraktion und in diesem Strömen, was heißt das? Ist es ein Strömen des Wollens oder des Sehens oder bei des Bewusstseins? Naja, haben wir schon gehabt. Also, recht unausgegoren, dieser 173. Und so schreiten wir weiter zur nächsten Nummer. Mal wieder ein bisschen Action hier. Lückenlose Beschreibung ist niemals möglich. Das würde jetzt über etwas überzeichnet heißen, man müsste die atomare Ebene mit einbeziehen und dann jetzt für jedes einzelne Atom einen eigenen Namen haben. Das ist jetzt, wird jeder einsehen. Oder nehmen wir das physikalische Objekt eines Sandstrandes in Rio de Janeiro. Dann wird schnell klar, wo die Grenzen der Messbarkeit liegen.
Und hier haben wir einen eindeutigen Vertreter der Anklage, natürlich. Anklage im Sinne, also die Anklage lautet Erschleichung einer logischen Allgemeingültigkeit. Und angeklagt werden sämtliche Objektivitätsapostel oder eingefleischte Absolutheitslogiker. Die Nummer 280 bei allen, ja, es ist zu weit, die Uhr wurde nicht gestellt, aber 50, ich kann mich erinnern, es ging um halb los und dann haben wir jetzt noch höchstens, ich sage jetzt mal 10 Minuten. Genau, und dann wird ein bisschen überzogen und dann stimmt es wieder. Also, 280, bei allen Eigenschaften der Dinge sind immer bestimmte Bedingungen wie Temperatur, Konsistenz etc. mitgedacht. Und je nachdem, wie diese Bedingungen sind, ob ein Gegenstand ziemlich temperaturabhängig ist, ist natürlich auch die Identität immer wieder am Schwanken, sind jetzt oder man definiert eben, der Gegenstand ist ganz egal, ob der jetzt 20 Grad hat oder 22, das ist immer dasselbe, dann ist es immer dasselbe Gegenstand. Was anderes wäre es eben, wenn sich durch eine Temperaturänderung eine völlig andere Situation ergebe, wie zum Beispiel Wasser wird jetzt dann, ist dann gefroren am Gefrierpunkt, dann kann nicht mehr von Identität gesprochen werden. Und von dem abgesehen gibt es eben keine Eigenschaften der Dinge. Ist zwar sehr, diese Auffassung ist zwar sehr üblich, aber indem einfach immer die Relation in diesen Sinnesdingen auf ein Bewusstsein Voraussetzung ist, müssen da Grenzen definiert werden, in welchem Rahmen etwas als dasselbe zu verstehen ist, um dann zu gleichen Aussagen in der Beschreibung oder Beobachtung zu kommen, damit ein gewisser Grad an Allgemeingültigkeit erzielt wird. Aber das dann auch immer nur eines bestimmten Zwecks wegen, der kann auch sein, um Allgemeingültigkeit mit gebremstem Schaum, sage ich mal, zu legitimieren. Dann Berdyajew, haben wir auch schon des Öfteren mal gehabt, ein Technikkritiker und auch eigenwilliger Philosoph aus Russland mit Ansichten, die man bei sonst niemandem findet. Da heißt es in diesem Dreizeiler, jede Determinierung und jedes Kausalverhältnis, Achtung, der Mann mit dem Pinsel, ist ein Erzeugnis der Objektivierung. Sie existieren nur in der Welt der Objekte. Das heißt,
Es wird hier eine eigene Welt der Objekte behauptet, mit einer sozusagen Objektivitätsbrille, einer Gegenstandsbrille, in der alles andere, was nicht Gegenstand ist, wie zum Beispiel Bewegung oder überhaupt Veränderung, im Grunde genommen keinen Platz hat. Außer man nimmt eben zu den Objekten auch die mehr oder weniger ideellen Gegenstände, die Vorstellungen mit rein, dann ist das Spektrum etwas größer. Bergdjajew macht nicht nur die Vorhersagbarkeit an der Objektbildung fest, sondern eben auch das Kausalverhältnis, das jetzt weiter auszuführen, das sprengt jetzt den ohnehin großen Rahmen dieser Veranstaltung. Ich kann da nur, also an dieser Stelle muss es reichen, dass für die Kausalität als Verknüpfung von Ursache und Wirkung ein Zeitverhältnis oder eben Zeiteinheiten Bedingungen sind, beziehungsweise Zeit- und Raumeinheiten, und dementsprechend tritt dann wieder das Problem der Koinzidenzen, würde Popper sagen, zwischen dem Maß und dem tatsächlichen Geschehen um das nochmal klar zu sagen, mit der Vernichtung der Objektivität ist jetzt nicht ein Erfahrungsbegriff, der auf zweckbedingten Überlegungen beruht, aus der Welt geschafft und genauso wenig irgendwelche technischen Kausalverhältnisse, die jetzt in irgendwelchen Anwendungsbereichen sinnvoll sind. Es geht hier ausschließlich darum, dass eben aus dieser mehr oder weniger pragmatischen Auffassung der Objekte höhere Wahrheiten abgeleitet werden, als da wäre eine durchgängige Rationalität in der Welt oder überhaupt dass die Natur im Prinzip verständlich ist, so wie das jetzt zu Galileis Zeiten der Fall war, wo man, wie war der Spruch, die Natur ist ein Buch aus Zahlen, das man zu lesen verstehen muss, und solcher Unfug, da einfach eine Autorität oder irgendein höheres Wesen, Funktionalität oder eine Ordnung oder eben das bloße Sein, das ist eben ein Sein, das ein Sein existiert in ontologischer Hinsicht, das erkennbar wäre. Gegen solche Auswüchse, sage ich mal, richtet sich das Ganze. Und das hat natürlich
erhebliche Konsequenzen auf alle möglichen Rechtfertigungen, wie schon gesagt, auch in Staat und Gesellschaft, weil diese eben immer noch auf einem Weltbild, auf einem überholten Weltbild beruhen, in dem eben diese Rationalität mehr oder weniger als Hoffnung da über dem Irrationalen thront und das nicht zu vergegenständlichen, was sich nicht vergegenständlichen lässt, das ist sozusagen das Stiefkind einer ganzen Epoche oder jahrhundertelang, entweder als das Böse oder das Verrückte, die Idiotie. Dem wird jetzt zumindest ein bescheidener Beitrag entgegengestellt. In Folge Nummer 15 der Kategorienbesprechung Hashtag Objektivität auf dem Gleichsatzkanal. Und das war's auch schon wieder für dieses Mal. Peace und out.